Hallo Freunde, Chris Natter von SwissGFHD hier und heute mit der 27. Folge von unserer Road to Glory. Ja, wir haben letzte Folge haben wir den Titel geholt, den Ligatitel, sind in Liga 5 aufgestiegen und ich würde mal sagen, wir versuchen uns jetzt mal in Liga 5 zu behaupten. Wir wechseln mal wieder das Wappen und auch die Trikots. Wir nehmen als Wappen nehmen wir das FC Schalke 04 Wappen. Und als Trikot nehmen wir als erstes dieses RSC Anderlecht Heimtrikot und dieses KU United FC auch Heimtrikot, aber wir nehmen das auswärts und jetzt gehen wir gleich mal in die erste Partie rein. Wir starten die erste Partie mit unserem Swiss Chief Skill Team. Mal schauen, was wir da wieder mit den Skills raushauen können. Wir haben da einen FC Köln-Gegner bekommen, schauen uns gleich mal das Team an. Er hat eine Bewertung von 82. Oh nein, Paysure Aubameyang ist drin. Oh mein Gott. Ich wusste nicht, dass der LM, er fängt mit G an, das weiß ich. Aber ich wusste nicht, dass der zu Leverkusen gewechselt hat. Weil der hat vorhin bei Valencia gespielt, wenn es euch täuscht. Ich weiß nur, dass der viel Pace hat. So wie ziemlich alle Spieler in seinem Team. Oh nein, die Flanke kommt. Oh mein Gott. Wie kann man wieder nur so viel... Wie kann man so viel Glück haben? Alter, zuerst an die Latte und dann von hinten. Ah super, wir sind schon wieder 1-0 hinten. Aber ihr merkt, ich reg mich nicht mehr auf. Ich habe zumindest vor, mich nicht mehr so oft aufzuregen. So, jetzt wird da unser Linksverteidiger geschickt, Ramon, macht Ballrollen und dann verliert er leider den Ball. So, jetzt Maiko und Leite, come on, finish! Oh mein Gott, was für ein Schlampenschuss das wieder war. Seitfalls hier! Oh mein Gott! Wieso kann der verdammte Scheiß Seitfalls hier? Nie! Nie geht ein Seitfalls hier rein. Nur wenn ich ihn kassiere. Alter, ein Seitfalls hier. Oh, wie er ihn angesetzt hat, Mann. So richtig geil, ey. Holy shit. Aber nein, er geht natürlich wieder nicht rein. Aber immerhin haben wir ein Tor geschossen. Also ich kann mich eigentlich nicht beklagen. Obwohl, ein Zeitfalls hier wäre halt schon richtig nice gewesen. Jetzt Wallison auf dem Flügel. Mekidi, Chop. Dann ein Ballrolle, Scooptöne, Roulette. Die Rabona-Flanke kommt nicht. Und der Zeitfalls hier kommt leider auch nicht. Oh, das hätte auch wieder viel geiler werden können. So, jetzt die Legende. Den ersten hat er schon auseinandergenommen. Der zweite kommt auch mit dem Roulette. Jetzt Hill to Hill. Wieder ein Roulette. Jetzt eine erweiterte Ballrolle. Schussfinte. Wieder ein Roulette. Come on, Legende. Jawohl, Legende Ronaldinho. Da hätte ich zwar noch Hill to Hill machen können, aber es stand 1-1. Ich wollte einfach das Tor schießen. Das muss ich einfach jetzt mal so ehrlich sagen. Aber ich denke, das Tor war doch ziemlich nice von Ronaldinho da. Mit dem halblangen Skillrun. Er war schon nicht gerade klein, würde ich jetzt mal sagen. Er war doch in der eigenen Hälfte gestartet. Oh, was für ein schönes Grätschli. Oh, Maiko und Leite. Auf und davon. Ein Roulette vorbei, er macht es nicht. Oh, und der Rabona kommt auch nicht. Es war einfach wieder eine Aktion zum Vergessen. Zwar am besten mit einem Pass auf Maiko und Leite. Jetzt 1 gegen 1. Der Berberspin perfekt eingesetzt. Jetzt kommt Syrno. Syrno mit den Übersteiger zieht hier vorbei. Jetzt kommt der Roulette perfekt vorbei. Nein! Fast wäre das die Premiere mit unserem Rechtsverteidiger gewesen. Das wäre geil gewesen, wenn er mit dem ein Tor geschossen hätte. Jetzt More dreht hier ein bisschen auf. Oh, der Scoop-Turn war, glaube ich, durch die Beine. Oh, wieder ein Scoop-Turn durch die Beine. Schussfinte. Oh, und wieder der verdammte Schuss wird geblockt, ey. So, Wallisin geht nach vorne. Wenn wir den Ball klären, haben wir gewonnen. Oh, jetzt haben wir gewonnen, weil jetzt kommt der übelste Konter. Oh, Maiko und Leite. Maiko und Leite. Oh, wieso macht er den Reverse Waka Waka? Alter, voll behindert oder was? Aber das war's dann schon von der Partie. Wir haben die erste Partie mit 2-1 gewonnen. Ziemlich enge Sache. Und wir sehen uns gleich beim zweiten Spiel. So, wir spielen diesmal mit unserem Barclays Premier League Team. Spielen hier gegen Real Madrid.
Zumindest sieht es mir so aus, weil er hat Logo und Trikot von ihnen, dazu Trainer und Bewertung von 84, hat aber kein Real Madrid-Team, dafür ein Serie A-Team und ja, das ist ein ziemlich heftiges Serie A-Team, das kann man glaube ich so mal sagen. So, jetzt Christian Benteke mit der weiten Ballrolle, heel to heel. Sieht, dass da Ben Arfa läuft oder laufen will. Jetzt ein Scoop-Turn, ein Roulette. McGiddy auf dem Flügel, wieder Scoop-Turn, kommt hier herrlich vorbei. Ein Roulette, das muss Elfmeter geben. Ja, da gibt es einen Elfmeter. Habe ich wieder gedacht, es gibt keinen. Aber ich wäre mit Benteke, hätte ich da sicher eine gute Möglichkeit gehabt. Aber wir schießen den geradeaus in die Mitte, so wie wir es immer kennen. Oh! Ja klar, wir sind natürlich nicht mehr in Liga 9. Das heißt, der Gegner kennt langsam die Taktik. Oh. Nein! Alter! Wir kassieren ja nur die endlosen Glückstore! Mein Gott! Holy shit! Das war ja sogar noch mehr Glück als das erste Tor im ersten Spiel, ey. So, jetzt come on. Asaidi. Scoop-Turn, klatsch rein! Der Schuss war irgendwie abgefälscht. Oder total unlogisch, aber ich denke, er war abgefälscht. Das muss ich mir jetzt auch in der Wiederholung anschauen. Ja, es war abgefälscht vom Verteidiger. So, jetzt Asaidi. Asaidi, Lamborghini. Come on. McGiddy perfekt vorbei. Finesse. Oh, nice. Nice, Asaidi. Richtig nice wieder von Asaidi. Der McGiddy perfekt eingesetzt. Das schauen wir uns nochmal an. Da kommt der Verteidiger, wollte Tackle machen und dann zack, zack. Und schon ist er vorbei. Nein, scheiß die Natale, Mann. Die verdammte Grätsche hätte treffen müssen. Ah, jetzt steht es wieder 2-2 gegen so einen Loser. Benteke! Elfmeter! Alter! Foul von mir! Wo war das wieder ein Foul von mir? What the fuck? So, jetzt herrlich die gesehen, dass da Ben Arfa auf dem Flügel völlig frei steht. Der macht einen McGiddy. Heel to heel! Eine Körperfinte! Alter, der Schuss war ja mal richtig scheiße mal wieder. So, jetzt Benteke! Hoho! Christian Benteke, what the fuck? Das war auch wieder ein geiles Tor von ihm. Also der Schuss war einfach... sah ziemlich geil aus. Sind wir wieder in Führung, das ist die Hauptsache. Jawohl! Der Schiedsrichter hat die Partie abgepfiffen. Auch hier wieder ein knapper Sieg mit. Jetzt mit 3-2 haben wir gewonnen. Die erste Partie haben wir mit 2-1 gewonnen. Das heißt, 3 weitere Punkte haben somit 6 Punkte geholt. Ja, das war's dann auch schon von der 27. Folge von unserer Road to Glory. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!